Au, so ihr Schnuffis, hallo und herzlich willkommen zu einem Abendvideo von eurer verrückten Samik. Am Ende des Videos hört ihr, warum ich jetzt kurz das Intro mache, ganz schnell. Sorry, dass es so lange dauert, das Video. Aber am Schluss habe ich noch ein paar Ideen zu Gewinnspiel, Tauschpaket, solche Überraschungspaket. Guckt euch an, seppt mir durch, weil ich habe da noch ein Problemchen in der Mitte des Videos. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Guckt das einfach an oder guckt euch mal. Au! Guckt euch morgen früh an. Ey, meine Hunde Rambök, ich schwör's euch. Guckt euch morgen früh an oder was auch immer. Aber guckt euch irgendwie an. Oder irgendwann an. Irgendwie weiß ich nicht, von mir so am Kopf stand. Also dann viel Spaß mit dem Video. Na, guck mal. Raubtier am Werk! Ist gerade egal, dass ich hier sitze. Viel Spaß! Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I know it's true, you made me happy for a while. So, hallo. In dem Video seht ihr jetzt hier das, was ich ursprünglich machen wollte. Also ich habe mir das echt so toll ausgedacht und ich wollte eigentlich genauso vorgehen wie jetzt auch im Auflösungsvideo, das mit dem Trostpreis, das mit dem Krabak666. Inzwischen weiß ich, dass es ein R ist. Der Männle dabei. Schau mal, Liebschens. So. der hat mir per E-Mail eine ganz tolle ewig langer Ding geschrieben. Und ich so, wow, was war denn das? Die wollen alle nur das Dreck, aber gut, lesen wir mal durch. War ganz süß geschrieben und Entschuldigung, Leute. Und ja, er hat dann mir eine Adresse, also eine Mailadresse gegeben, nicht eine Mailadresse, eine Google, also Internetadresse, weil ich in einem Video da erwähnt hatte, mit der Degus, und das wäre doch auch mal was. Und so, und dann hat er gedacht, ah, und dass du nichts falsch machst, und er hat selber viel Fehler gemacht anfangs, und er möchte das halt von mal, finde ich ja klasse von ihm. Vielen Dank an dieser Stelle, aber, dann hat er mir eben eine Internetadresse gegeben, eben wie zum Beispiel jetzt, wo es ja auch gibt, es gibt eine extra Seite für Hamster und extra Seite für Ding und das ist eben für Degus. Und fand ich eine ganz süße Idee. Irgendwann, vielleicht, man weiß es nicht. Aber da geht noch viel Wasser der Bach runter, bis ich da mal an so neue Tiere denke, habe ich ihm auch zurückgeschrieben. Im Moment habe ich genug Tiere. Reicht jetzt mal fürs Erste. Es ist erstmal der Umzug fällig und ja, wir waren immer noch auf Notartermin und oh, ist das mal los. Behörde, Leute, schlimm. Aber jetzt kann ich euch das jetzt endlich zeigen. Ich hatte es nämlich so vorgehabt. Ich zeige euch jetzt hier mal. Moment, ich muss das jetzt anders machen. Weil ich habe da hinten auf dem Blatt schon angefangen, eure Adresse abzuschreiben. Kann jetzt E-Mail plötzlich kaputt gehen. So, dann kann ich es nämlich euch so zeigen. Und zwar habe ich... Ich drehe es jetzt einfach mal um und dann zeige ich euch ungefähr, wie ich das vorgehabt hatte. Ich hoffe, man kann es... Hinten ist noch Chaos im Eck, ich weiß. Ich zeige es euch jetzt mal so. Übrigens, die Naomi Lotta hat ihre... Habe ich jetzt vorhin auch erst entdeckt... Also wir haben jetzt noch dasselbe Tag, das war jetzt nach dem Auflösungsvideo das Video und danach habe ich erst entdeckt, dass sie ihren Namen geändert hat. Naomi unterstrich my love so my love irgendwie sowas. Moment, nee, ich kann es euch sogar sagen, ich habe das hier nicht schon aufgeschrieben. Ich dürfte es aber jetzt nicht sehen, sorry. Naomi unterstrich love my pets. Von ihrer habe ich jetzt noch keine Reaktion. Ich hoffe, dass die mir hier, also, geschrieben, ne, noch nicht geschrieben, aber ich weiß es, der, Krabak hat auch noch nicht geschrieben,
Also die Adresse noch nicht geschrieben, Pixie hat geschrieben. Und Grabak hat nur, glaube ich, reingeschrieben, dass sich gefreut hat drüber. Ach so, der Grab. Bin ich bescheuert. Das war ja der Kerle. Da habe ich die Adresse schon. Sorry, lieber Mann. Alles gut. Also einzige Adresse fehlt mir, Melix N, aber sie hat mir jetzt vorhin gerade geschrieben, dass sie, na egal, dass sie vielleicht heute noch keine Zeit hat, aber wie gesagt, bis Sonntag, ich denke mal, bis morgen hin alle ihre Adresse geschrieben. Die Naemi, von ihr habe ich jetzt, glaube ich, noch keins. Okay, egal. Auf jeden Fall hier habe ich ja unten dann noch, deshalb habe ich ja gesagt, habt ihr schon, wie schön ich das eigentlich gemacht habe. Ja, also ich hatte das nämlich so vorgehabt, dritte Preis, und dann habe ich das nämlich so vorgehabt, dass ich das hier so videomäßig, Moment, muss ich mir heute drum zudecken, so, so, Moment, so, dann hätte ich das so hochgehoben und hätte es dann gesagt, Antiraucher, bla 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 bla, und hätte aber noch logischerweise noch so, weil hier kommt das schon der zweite Platz, so. Und dann hätte ich zweiter Platz, hätte ich dann auch so hochgehoben. Ist ja dann immer noch abgedeckt, die Sakushi. Da steht ja mehr nichts ändern. Ne? Und beim Trostpreis hätte ich das dann von oben irgendwie, hätte ich dann Pause gemacht im Video und hätte dann von oben. Nee, wäre ja gar nicht gegangen. Weil da hätten wir den ersten Platz gesehen. Und dann von oben hätte ich der Grabak ja zudecken müssen. Da habe ich dann gesagt, in dem erst zweite oder dritte Video, wo ich damals aufgenommen hatte, nee, beim ersten Video, wo ich aufgenommen hatte, habe ich dann so gemacht. Dann habe ich vor die ganzen Namen ein riesen Smiley und ein riesen Ding dahin gemacht. Das hat so bescheuert ausgesehen. Und dann habe ich eben das neue gemacht, wo ich dann gesagt habe, ich muss es weglegen. Das war jetzt das Auflösungsvideo. Und hätte dann eben das Trostpreis dafür den Platz, haben wie gesagt, Pixie AK. Und hätte dann das dann eben später, so wie ich es auch geplant habe, wie ich es auch jetzt ihr im Video gesehen habt, im Auflösungsvideo, und hätte es dann eben wieder verarschen. Hätte dann der Grabak dann dazu gemacht. So. Und dann hätte ich es nochmal gemacht mit dem dritten Platz. Dann hätte ich eben, habe ich ja das zugedeckt gehabt. Und dann hätte ich das nämlich so gemacht. Moment, Sekunde. Dass ich, ach man, es war so schön. Ich hätte es nicht löschen sollen. Ich hätte es euch dann jetzt gerade als Video hochladen sollen. Das hätte ich machen sollen, ja, das Stückel. Auf jeden Fall habe ich das nicht so gesagt. Ich habe gesagt, hey, wir sind beim dritten Platz noch nicht fertig, bla bla bla, und hätte es dann so gemacht. Dritter Platz teilt sich mit, und dann war der zweite Platz ja eh schon weg gewesen. Und dann hätte ich so weg. Und hätte dann, wäre dann am Schluss hochgegangen, ganz langsam. Erster Platz. Und dann wäre ich dann so hochgegangen. Ja, und hätte dann, klar, dann hätte ich das Ganze zeigen können. Also, es ist, ja. Ich habe mir halt Mühe gegeben, und ich hoffe, ihr seht, dass ich mir Mühe gegeben habe. Übrigens, diese Holzplatte ist das vom Fridolin gewesen, wo die hatte ich übrig mit dem nicht Kiefer. Flieder will ich die ganze Zeit sagen. Doch, es war, glaube ich, Kiefernholz, wo mir in Facebook und meiner Hamstergruppe dann gesagt wurde, um Gottes Wille, da habe ich nämlich ein Foto von dem Gehege gleich gemacht, wo ich das fertig war, bevor ich es umgestellt hatte. Und dann hieß es, Mensch, du hast Kiefernholz, nimm bitte Pappel. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ja, glaube ich schon, ja. Und dann eben habe ich dann, habe ich dann das ja geändert, und das, die Platte hatte ich jetzt übrig. Und dann habe ich gesagt, wie mit dem Käse? Verwenden wir es doch, das Auflösungsvideo. Und dann habe ich eben das halt so geschrieben. Und ich hoffe, euch gefällt's. Ja, das war es eigentlich. Also das Video seht ihr dann, ich denke mal, spätestens vielleicht übermorgen oder sobald halt sich alle gemeldet habe, lade ich das Video jetzt hier hoch, und dann könnt ihr das so sehen. Ja, habt ihr ja jetzt. Ja, man schwätzt im Video so, aber genau was, ihr habt ja jetzt eigentlich noch gar nicht gesehen, aber ihr seht es ja jetzt, wenn ihr das da. Okay, Leute, jetzt was ganz anderes.
Ich habe einen Abonnent, beziehungsweise ich habe jemanden, wo ich abonniert hatte. Vielleicht habt ihr den auch schon gesehen. Der hat als Profilbild so eine Biene drauf. Ich glaube, Matthias. Der macht immer so Kochdinger, ganz toll alles. Der hat mir jetzt vorhin, also wir haben jetzt immer noch Mittwochabend, der hat mir jetzt vorhin geschrieben, ja, wo bin ich beim Auflösen? Und ich so, wie beim Auflösungsvideo, wo bist du? Ich habe dann nur ein paar Smileys, also so ein paar Lachende mit so tränenden Augen. Smileys hingemacht. Und dann hat er geschrieben, warum lachst du mich? Ich möchte es, weil er hat gesagt, ja, jetzt ist es eh vorbei, jetzt ist es ja egal, was ich geschrieben habe. Und dann habe ich, ich habe ihm jetzt zuletzt, der wird mir wahrscheinlich jetzt nicht antworten, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht ganz, weil mir ist ja eingefallen, der Antiraucher, nee, Antiraucher ist jetzt ein Mädel, ich weiß es ja. Die hat mir, da ging es ja auch ewig, das habt ihr ja mitbekommen. Die hat das vierte Mal geschrieben, bis ich dann das lesen konnte, ihre Beschreibung zum Gewinnspiel. Dann ist mir eingefallen, vielleicht ist es bei dem genauso gewesen. Ich habe mir wirklich ungelogen vorhin jetzt mir die Mühe gemacht und alle Kommentare in diesem YouTube-Studio-Dingsbums, kann ich das ja gucken, habe ich alle Kommentare komplett, seit ich wusste, wo er, seit er bei mir im Kanal, auf dem Kanal war, erst sei ich Schreib oder Video, habe ich alle Kommentare von ihm angeguckt. Ich habe keine Beschreibung von ihm. Und dann ist mir hinterher gekommen, weil ist genauso gewesen wie beim Antiraucher. Jetzt merke ich gerade, mein Akku ist leer. Ich lade jetzt kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich wieder voll bei euch. Also, hat jetzt ein bisschen länger gedauert für euch, nicht, aber für mich schon. Ich habe zwischendurch noch Antworten beantwortet und Adresse aufgeschrieben und ja, die letzte, wo mir jetzt noch gefehlt hat, hat sich jetzt auch gerade gemeldet. Jetzt hat sie das Video angeguckt. Das heißt, also auf Deutsch, das Einzige, was jetzt bei ihr noch fehlt von der Naemi, ist die Adresse. Und das heißt, ich kann dieses Video dann heute noch hochladen. Yeah. Ja, nochmal zurückzukommen zu diesem Matthias, heißt er, glaube ich, das mit dem Profilbild von der Biene. Ich denke mal, dass es so war. Aber ja, ich möchte auch Matthias jetzt nichts unterstellen. Es ist schon komisch. Matthias, du bist ein ganz lieber Kerl, alles kein Thema. Aber warum hast du dann beim Gewinnspielvideo nicht schon längst dann gesagt, oh super, da mache ich mit, oder da schon was reingeschrieben? Da kam eigentlich keine Reaktion in dem Sinn, wie zum Beispiel von euch, von den anderen, wo mitgemacht habe, wie, oh, da mache ich mit, oder oh, tolles Gewinnspiel, Mensch, super, einfache Regeln kommen, ich mache da mit, oder egal was, irgendein Satz, was eben, Antiraucher, der habe ich ja dann auch gesagt, Mensch, wenn das unter diesem blöde Gewinnspielvideo nicht, also blöd ist, ne? Ich habe es ja selber gemacht, wäre ja bescheuert, wenn ich jetzt das so behauptet. Ich meine jetzt halt nur, was man, wie man es halt so sagt, wenn es unter diesem blöde Video nicht klappt, dann klappt es woanders. Und ich glaube, bei dem, ach, ich weiß jetzt nicht mal, welche Nummer, da hat sie ja dann eben die Beschreibung reingeschrieben, Antiraucher. So. Und komisch, da ging es dann. Und ich habe jetzt, ich glaube, zwei oder drei Videos, nee, zwei Videos vorm Auflösungsvideo, habe ich doch noch die Liste noch gehabt und habe mich ja dann nochmal bei alle bedankt. Hier. Hier, Moment. Die Liste. Habe ich ja alle noch vorgelesen, nochmal. Und dann danke an alle, die teilgenommen haben. Dann kam ja nochmal, glaube ich, ein kleines Video und dann kam das Auflösungsvideo. Ich weiß ja nicht, ob er alle Videos von mir anguckt. Das kann natürlich auch sein, aber wenn er das Video angeguckt hätte, weil er gesagt hat, ha, du hast mich ja nicht mal im Video erwähnt. Wenn er das Video, wo ich das vorgelesen hatte, dann gesehen hätte, hätte man da spätestens, hallo, da bin ich ja gar nicht dabei. Oder, ja, es ging eigentlich in den letzten Videos einmal nur ums Gewinnspiel. Und er hat jetzt ein paar Videos von mir gesehen, vorm Auflösungsvideo, also Ding, die letzten paar Videos hat er, glaube ich, ein oder zwei auf jeden Fall gesehen. Da muss ihm doch dann aufgefallen sein, Menschenskinder, jeder schreibt was. Gut, vielleicht liest er auch nicht alles, auch kein Thema. Ich meine, es kann ja alles sein. Aber Matthias, ich glaube, so heißt ja, warum hast du dann
weil er eben jetzt auch am Schluss geschrieben hat, ja gut, jetzt ist ja eh vorbei, ist alles gut. Ich finde es nicht gut, weil wenn das wirklich geschrieben hätte, die Beschreibung, und es ist halt nur nicht aufgetaucht wie beim anderen Raucher. Ich hätte ihn hier logischerweise mit reingenommen, ja, dann wäre es 10 Teilnehmer gewesen. Hallo, also gut, wähle sie die Schiefer, hat sich jetzt bis jetzt nicht gemeldet oder irgendwie hat was dazu geschrieben. Gut, vielleicht hat sie auch nicht viel Zeit oder den, ist auch kein Thema, hat ja auch nicht gewonnen. Aber, oder sie guckt da nicht jedes Video und guckt vielleicht das Auflösungsvideo erst in nächst in einer Woche oder was da immer. Klar, jeder muss, der eine muss schaffen, der andere hat Familie, alles kein Thema. Aber warum hat dieser Matthias da nicht reingeschrieben? Mensch, mir fällt auf, ich bin da nirgends erwähnt. Oder ja, es kam, eigentlich, er schreibt öfters mal einen Kommentar rein, aber ich finde, warum er da nicht irgendwie mal, ja, von einigen kam dann immer, wo ich dann auch mal gesagt habe, so, jetzt habe ich schon mal was eingekauft oder Ding. Dann kam mal eine Reaktion, ich weiß jetzt nicht von wem, und ich weiß auch nicht genau, wie ich es genau richtig sage. Das ist ja auch nicht wichtig. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man sagt, Mensch, da kam eine Reaktion. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Und Mensch, hast du viel Geld ausgegeben? Oder Mensch, oh ja. Oder wo ich sogar die Videos schon reingestellt hatte mit den Kartons. Welche Größe? Da hätte man so, Mensch, ich tue ein Riesen. Wer hat öfters mal einen Kommentar eingeschrieben? Also, ich, Matthias, ich will da nichts unterstellen. Bitte verstehe mich da nicht falsch. Aber es ist komisch für mich und ich möchte wissen. Und ich habe ihm eben, und das war das Wichtigste, ich habe ihm jetzt geschrieben: Bitte schreib mir doch, unter welches Video die Kommentare reingeschrieben hast. Weil das hätte mich, oder dein Beschreibung. Als Teilnahme zum Gewinnspiel. Das hätte mich interessiert. Dann hat er halt, wie gesagt, jetzt am Schluss nur noch geschrieben, nee, ist alles gut, jetzt ist es jetzt eh vorbei. Ich finde es halt nicht so. Ich hätte es jetzt halt gern aufgeklärt. Gut, vielleicht kann man es nicht aufklären. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass er was reingeschrieben hat und es ist einfach nicht aufgetaucht, wie am Anfang vom Nichtraucher. Weil beim allerersten Mal ist nichts aufgekommen. Beim zweiten Mal konnte ich nur die Hälfte lesen, beim Andi-Raucher. Beim dritten Mal kam wieder nichts und ich glaube, beim vierten Mal eben hat es ja dann geklappt, Gott sei Dank. Ja, aber es ist wirklich komisch. Also, dass da nichts aufgetaucht ist, verwundert mich und es irgendwo stinkt mir das, weil ich sage, dann hätte ich, logisch hätte ich ihn dazu genommen, ja, ganz klar. Das war ja die Regel, wer eine Beschreibung reinmacht, macht automatisch mit. Und ja. Es ist komisch. Und ja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Schade, dass es jetzt so gelaufen ist. Ich hoffe, es kriegt jetzt keiner den falschen Hals, vor allen Dingen der Matthias, nicht, dass ich dir jetzt sowas unterstellen will. Du behauptest was und dann hast du erst recht nichts geschrieben und behauptest, warum ich mich da nicht mit zu, in der Hoffnung, vielleicht, dass ich dir noch einen Trostpreis jetzt schicke oder was. Also das möchte ich dir auf keinen Fall unterstellen. Das will ich auch nicht, dass es jemand anders denkt, dass ich da jetzt das denke, aber. Es kommt mir halt komisch vor und ich hätte es gern aufgeklärt. Ja. Vielleicht taucht die Beschreibung irgendwann dann doch auf, wenn sie wie beim Andi Raucher erst verschwunden war. Es ist ja am Schluss, hat sie es ja nochmal probiert. Weil ich hätte wirklich dann, sorry, es ist jetzt blöd, den Gewinner und vor allen Dingen den Verlierern, die wohl jetzt halt nicht gewonnen haben, blöd gegenüber, wenn ich jetzt sage, Dad, schreib mir deine Beschreibung nochmal rein, du kriegst einen kleinen Trostpreis dafür, dass. Ja, aber das finde ich jetzt halt, ich persönlich, nicht gerecht den Verlierern, also die jetzt nicht gewonnen haben, den dreien. Mias Welt, Wurstbeutel-Container und Wählen Sie die Schiefer, die drei haben ja nicht gewonnen. Und das fände ich jetzt denen gegenüber wieder blöd und ein bisschen, was heißt bisschen, es fände ich ungerecht. Die haben sich die Mühe gemacht, die haben sich was überlegt gehabt und haben trotzdem mitgewonnen. Und ihm dann an diesen Matthias einen Trostpreis dann zu schicken, nur weil er mal in die Beschreibung vielleicht dann nochmal nein schreibt. Das Gewinnspiel ist jetzt halt vorbei. Es tut mir wirklich leid, es kann dann wirklich nur ein technischer Fehler sein. Weil wirklich, ich glaube, ihr kennt mich, ich würde jetzt nicht sagen, 9 reiche mir, ich mach nicht mehr.
Ich nehme nicht mehr fertig soll von mir. Zum Beispiel Hamster Egon. Das Mädel ist 12 Jahre alt. Die hätte mit Sicherheit auch mitgemacht. Da bin ich tausendprozentig überzeugt, wenn die 14 gewesen wäre. Dann hätte ich 11 Teilnehmer gehabt. Da kann ich dann auch nicht sagen, ich nehme dich nicht mit rein, nur weil ich deine Beschreibung ist. Ja, du kriegst halt einen Trostpreis von mir. Fände ich halt ungerecht, der andere gegenüber. Ist halt einfach so. Okay, Leute, vielleicht hat euch von euch vielleicht, ihr habt mir jetzt so viel gute Tipps als auch schon gegeben mit Thumbnail und dann, wie gesagt, wegen der Kommentare und AI-Datei und bla 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 und Ding. Vielleicht hat da noch jemand, ist ja technisch versiert, dass er mir vielleicht da noch einen Tipp geben kann, wie man das vielleicht rausfindet, weil es druckt mich wirklich, es macht mich jetzt irgendwo ein bisschen verrückt, weil wenn er wirklich Beschreibung rein, gut, ich kann es nicht heben, wenn Technik halt versagt. Habt ihr ja beim anderen Raucher jetzt gesehen, ich habe mal vorgebrochen und ich auch nicht, das gibt's doch nicht, kannst du doch nicht lesen. Ja, blöd halt laufen, wirklich, wenn es halt so wirklich so war, ist doof laufen, dann tut es mir wirklich leid. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann nichts dafür und ich will auch niemand was unterstellen, um Gottes Willen. Bitte denkt da jetzt nicht falsch, weil an der Matthias, ne, dass der das jetzt was in den falschen Hals kriegt. Aber es kommt mir halt komisch vor, dass das so blöd gelaufen ist jetzt. Ne? Naja, also auf jeden Fall, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe positive Rückmeldungen bekommen. Es haben sich so viele drüber gefreut. Oder was heißt so viel? Es haben sich alle drüber gefreut. Die Mias Welt hat auch, Mensch, ich freue mich für die anderen und Ding. Und der beste Satz von ihr war sowieso, du kriegst uns jetzt nicht mehr los. Das fand ich total, die Mama von der Mia, das fand ich total süß. Und sie hat gesagt, auch das Tauschpaket macht sie, da könnt ihr auch gespannt sein. Die lade ich auf jeden Fall das Video hoch und ich auch. Es wird in der Adventszeit sein, vielleicht, ich weiß es ja nicht, wir müssen uns da absprechen, vielleicht zweiter oder dritter Advent, also wie gesagt, kurz vor Weihnachten will ich es halt auch nicht machen. Erstens mal mit der Pakete verschicken, da verliert man auch gern mal was, die Post mit Weihnachten, war eh so viel verschickt. Wenn, dann würde ich würde jetzt Vorschläge ändern, in der Anfangs-Adventszeit so schnell wie möglich, also erster Advent ist ja, glaube ich, schon Ende des Monats jetzt, ne? Meine Hunde, Floppy! Meine Stimme versagt langsam. Und dass halt dann das nicht passiert, dass dann irgendwie die Pakete noch verloren geht, das wäre noch das Super-GAU. Es haben sich alle gefreut, die Pixie hat geschrieben, ah, super und Ding und Melix N. Hat man mir wieder einen Roman geschrieben, fand ich aber süß. Und Krabak hat mir viel geschrieben, habe ich vorhin erzählt. Und Sakushi hat sich auch gefreut. Also es war wirklich, hat sich als Andi Raucher auch, Mann, die haben ja drin, bla, super und Ding, hat sich echt gefreut. Und Naimi hat sich jetzt vorhin auch gerade noch gemeldet per Kommentar. Das könnt ihr, glaube ich, auch noch lesen. Sie hat ja, sie hat das Video gesehen, sie ist immer noch geblättet und kann es nicht fassen. Weil vorher hat sie geschrieben, ha, sie hat eh noch nie Glück gehabt bei Ding, sie hat noch nie was gefunden. Übrigens, das habe ich erst hinterher gelesen. Wo ich den ersten Preis den habe ich schon lange vergeben gehabt. Das waren nämlich die Preise, wo ich in den Videos als gesagt habe, sie hat zwei Preise sind definitiv schon weg. Und das war der zweite und der erste. Sage ich euch ganz ehrlich, so war's. Und hinterher dann der dritte. War ja am Anfang schwierig, ging aber dann auch rucki-zucki. Und dann war es ja mit der Krabak und Pixie, ne? Ihr zwei Helle, hey, ich sag's euch. Ich sag's euch, ja, was macht mit mir? Nee, nee, der letzte Nerv. 3 Jahre meines Lebens war das, wo ich jetzt verloren habe, nur wegen euch, Eumels. Sag ja. Unglaublich. Nein, aber, die Naemi, die habe ich nicht genommen, nur weil sie das geschrieben hat. Allerdings, es ging wirklich da wirklich um die zwei Sätze und da war ziemlich schnell klar, dass sie den ersten Preis bekommt, sage ich euch ganz ehrlich. Und es hat jeder verdient seine Preise, die Verlierer hätte auch was verdient, aber ich habe es euch ja gesagt, es kann nicht jeder gewinnen. Und die zwei Sätze hat es halt ausgemacht. Wirklich, das war wirklich, die MLXN, glaube ich, hat mir noch geschrieben, ja, könntest du vielleicht im Video mal sagen. Sorry, das Video wird jetzt auch bombe lang, aber. Die Melix N hat mir dann auch geschrieben und hat gesagt, Mensch, könntest du vielleicht mal sagen, warum du zum Beispiel sie und die zweite und sie ein Ding, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht groß ausschweifend sein im Auflösungsvideo. Es war einfach, erstmal der vierte Platz, der Trostpreis, habe ich euch ja gesagt, das war von der Beschreibung so ähnlich und so gleich. Deshalb habe ich die beide auf eins, die Pixie und Krabak, beide auf ein Ding gemacht. Beim Mias Welt war es so, da wollte ich auch Richtung vierter Platz, ganz ehrlich, ich wollte sogar bei der
Mia sogar Richtung dritter Platz gehen, sage ich euch ganz ehrlich. Hab mich aber dann umentschieden. Mia's Welt hat auch Begründungen gebracht, wo super waren. Nur Anti-Raucher und dieser Kushi haben da, wie soll ich euch sagen, vielleicht ein bisschen emotionaler geschrieben oder ein bisschen intensiver. Ich kann, es fehlt einem da auch manchmal ein Wort, wo man dann das genau beschreiben kann. Deshalb habe ich zum Beispiel Mia's Welt dann halt, hätte halt nichts gekriegt. So. Und beim zweiten Platz, Melix N, sage ich ganz ehrlich, jetzt nicht erstmal, jetzt wäre es ja, die kennst du ja eh schon fast am längsten und bla bla bla. Und wahrscheinlich, weil sie so einen Roman geschrieben hat und bla bla bla. Nee, definitiv nicht. Es war, sie hat es so gut beschrieben und auch mit ihrer Ameise hat sie ist wirklich intensiv und warum und weshalb und bla bla bla. Und deshalb, es war halt wirklich auch sehr gut umgesetzt. Jetzt wäre wieder viele sagen, ja, Sakushi hätte es auch so gut beschrieben und bla bla. Ja, aber Leute, ich sage ja, irgendwo muss ich eine Grenze setzen und sage, sonst hätte ich alle an erster Platz stellen können oder jeder hätte einen zweiten und die Naomi eben den ersten und fertig. Das ist ja genau das, wenn man gewinnen will. Man muss halt einfach ein bisschen aussieben, muss man. Ja, und wie gesagt, die Melix N hat deshalb den zweiten Platz, weil ich fand das wirklich super beschrieben auch und gut. Und eben die Naomi, ganz klar. Die zwei Sätze, wo ich euch vorgelesen habe im Auflösungsvideo, war wirklich das i-Tüpfele. Das war das i-Tüpfele, wo ich sagte, boah, das hat so richtig, da ist emotionaler rausgekommen und da hat sie über ihr Selbstbewusstsein gesprochen. Und das fand ich schon Bombe. Und deshalb, das war für mich der Schlag. Der erste Platz wirklich, wo ruckzuck vergeben war. Sage ich euch ganz ehrlich. Und beim dritten Platz war es so, deshalb habe ich dieser Kuschi weggelassen erst, deshalb war ja das Überraschungsding, wo ich gesagt habe, Mensch, Anti-Raucher hat das auch super geschrieben und Ding. Und er sagt, Mensch, Sakushi ist eigentlich auch in die Richtung gegangen. Ne, da komm, die hau ich jetzt noch mit rein. Sakushi, dong! Und dann habe ich eben Sakushi dazu gemacht. Und dann habe ich gedacht, komm, dann, weil ich den Trostpreis sowieso doppelt vergeben wollte, dann wäre es nicht vier gewesen, wie im Auflösungsvideo. Das habe ich ja hinter die vier Fragezeichen. Aber ich glaube kaum, dass einer das vorher gewusst hat oder vorher erahnen konnte, dass es am Schluss sechs Gewinner sind. Habt ihr das eigentlich mitgezählt, dass ich mir sechs habe? Denke ich doch schon, oder? Das doof seid ihr ja gar nicht. Nein. Ja. Also das war das, wo ich halt, wo mir klar war. Ich werde dieses Ding jetzt schneiden und nicht so hochladen, wie ich es eigentlich wollte. Sonst geht es nämlich zu lang wieder. Geht es länger als Auflösungsvideo, um Gottes Willen. Weil ich habe noch vorhin meine Mäuse gefilmt. Das wollte ich eigentlich noch mit Nei schneiden. Das lasse ich aber weg und mache das extra. So, dann habe ich wieder ein Video, wo ich morgen hochladen kann. Nämlich im Moment habe ich überhaupt kein Material, weil ich muss mein zweites Projekt ja endlich mal fertig bekommen. Und es geht noch ein bisschen. Ja. Also ich denke mal, ich hoffe, bis Sonntag ist das zweite Projekt erledigt. Ich hoffe es, weil ich muss mit meiner Stichsäge nämlich, ja, bin zwar technisch schon ein bisschen versiert, aber ich mit der Stichsäge habe ich noch nie geschafft. Und wenn das, was ich aussägen will, zu groß wird, habe ich ein Problem. Und zwar großes Problem. Egal. Erfahrt ihr alles. Könnt ihr ja raten, um was es geht, aber fragt mich bitte nicht unter den Kommentaren. Ich werde euch nichts sagen. Ihr könnt mir tausend Fragen dazu stellen. Ich werde euch nichts sagen. Ist ja der ganze Spaß vorbei. So. Jetzt könnt ihr das Video euch reinpfeifen und dann von mir ins Pofe gehen. Oder erst morgen an Google ist mir gerade wurscht. Ich mache mir jetzt noch einen schönen Abend. Ich werde morgen um 6, 6 aufstehen. Ich habe zwar frei, aber ich habe ja um 8 einen Termin. Und ja. Macht's gut. Bye bye. Und bitte nicht böse sein, auch Matthias, vor alle Dinge. Es ist wirklich nicht bös gemeint, aber es fuchst mich wirklich, was da los war. Jetzt habe ich schon ein Gewinnspiel gemacht, wo funktioniert hat. Das erste war ja sowieso für die Kloschüssel, aber mal richtig. Und das fuchst mich jetzt wirklich, was da los war. Nächstes Mal mache ich so. Ich lasse euch nichts in Kommentare schreiben, ich lasse euch in die E-Mail was schreiben. So.
weiß auch schon, wie ich das mache. Irgendwas mit Q&A. Ich lasse mir was einfallen. Ach, eins noch. Die Melix N hat mir vorhin in die Kommentare geschrieben, ja, ob ich ein Video mache, ob ich ein Video machen will, wie ich die Päckle pack. Melix N, jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn ich das mache, sehe ich ja, wo was reinkommt. Nein, nein, ich habe ihr geschrieben, nein, nein, böse, nicht böse, meint Melix N. Ich habe ihr geschrieben, ich habe schon eine Idee. So Orgelpfeife-mäßig, wisst ihr? Wird mein Foto, mein Sofa wieder voll stehen. Und da werde ich dann. Das Video kommt. Ich denke, es gefällt euch auch. Und ich habe schon eine kleine Idee fürs nächste Gewinnspiel, wie ich das Video mache, weil diese Idee mit den Blättern, wo ich jetzt im Auflösungsvideo gemacht habe, habe ich so eine Idee. Ich denke mal, dass ich dann hier noch wohnen werde, weil hier die Wand dahinter ist ja ziemlich leer. Hier. Und ich guck mal, ob ich da irgendwie. Also auf jeden Fall, das Auflösungsvideo wird dann auch irgendwie so in die Richtung wieder gehen mit Musik und bababa und talala und bigege. Und ich habe ja auch noch mein Glück, da kann ich ja wieder Leute. Also ich glaube, wir machen es so. Ich habe genau mit der Glocke, ich mache es jetzt so. Jedes Mal, wenn ein Gewinnspiel kommt und eine Verlosung oder irgendwas oder Überraschungspaket zum Beispiel, das gibt's ja auch. Wir hätten mal, das könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben. Wer hätte denn mal Bock auf ein Überraschungspaket von mir? Gerade so. Also das ist ja natürlich dann nicht so ein Ding, das ist dann wirklich nur ein kleines, logisch, weil Leute, das spielt demnächst echt blank. Nein, aber jetzt auch nicht demnächst, jetzt kommt erstmal das Tauschpaket mit der Mias Welt und der Mama von der Mia. Mama Mia. Und dann. Wie gesagt, kommt Anfang nächsten Jahres, würde ich gerne nochmal ein Gewinnspiel machen. Kommt es darauf an, wie viele Abonnenten ich dann dazu bekomme? Weil ein bisschen mehr sollte dann natürlich, wenn jetzt wieder die gleiche. Schau, ein bisschen doof. Sorry, aber ja, vielleicht kommen dann noch ein paar. Und danach würde ich dann vielleicht so Richtung Februar, März oder so. Ja, ich denke mal, da wohne ich dann auf jeden Fall noch hier. Also Februar, März, denke ich, bin ich dann noch hier. Und zwischendurch kommen ja dann auch Videos vom neuen Haus, so mal so Überraschungsbilder und wie es so ungefähr aussieht, weil vorher, nachher die richtige Roomtour, bei mir würde es ja dann Haustour heißen, die kommt dann gar erst im Frühjahr nächstes Jahr, sorry, also da müsst ihr jetzt echt noch ein paar Nächte drüber schlafen. Und ja, aber das kommt echt, also ab nächsten Jahres wirklich, dann kann ich auch wieder mehr machen, zum Beispiel auch mal ein anderes Video, nicht nur über Tiere. Schreibt doch mal rein, was ihr gern sehen wollt, nicht nur Live-Halls und Ding. Ich merke ja auch, ihr guckt es gern an und Ding, aber so ein bisschen so, dann wenn ich dann eben nächstes Jahr umgezogen bin, ah, mach doch mal, was weiß denn ich, was in deiner Küche oder tanz auf dem Küchentisch rum oder was weiß ich, irgendwie mal ein ganz anderes Video oder zum Beispiel jetzt einen Tag mit meinen Tieren, wie ich die versorge, das kann ich dann, wie gesagt, auch mache. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich denke mal, nächstes Frühjahr habe ich dann ein großes Stativ, wo ich eine gute Kamera und auch das Handy draufsetzen kann, wo ich dann, gut, das kann ja wirklich ausziehen bis 70 Zentimeter. Dann kann ich das auch mal in den Garten stellen auf den Tisch und kann euch dann mal was zeigen oder mach was mit der Hunde oder so, gell, Böller, meine Schüche. Oder irgendwie was und ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, du kleine Schlabohrer. Oh, ich liebe diesen Hund. Der süße Maus, du. Zeig dich mal. Komm, sag mal, ich muss hier mal ein bisschen nicht lecken. Nimm mich, muss ich. Komm hier, meine Süße. Also, ja, das wäre doch eine Idee. Und ja, irgendwie sowas. Schreibt mir mal in die Kommentare. Also, auf jeden Fall ein Überraschungspaket. Die Regeln weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mal bei der Miyuki das gesehen. Sie hat ein Überraschungspaket verschickt oder hat eins bekommen, wo die Abonnente dann immer andere Abonnenten Überraschungspaket schicke. Gerade so fände ich ja mal eine Idee. Oder man macht es wirklich an Weihnachten. Oder wenn wirklich sich jemand traut zu sagen, oh, ich habe als Geburtstagsgeschenk oder so, gerade eine Kleinigkeit. Dass dann der privat dann auch für sich was bekommt, nicht nur für die Tiere. Dann muss man natürlich wissen, also ich in dem Fall, was habt ihr für Hobbys oder Ding? Weil ich habe eure Postleitzahl jetzt mal durchgelesen. Mein lieber Freund, ihr wohnt ja mal richtig weit weg. Das kann ja gar nicht sein. Ich würde jetzt mal sagen, ich komme mal spontan vorbei und suche euch. Nein, war zum Gottes Willen. Aber ja, wäre doch eine Idee. Leute, jetzt muss ich aufhören. Es ist immer bald bei einer Stunde. Viel Spaß mit dem Video und oder beziehungsweise ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video gehabt und lange habt euch nicht gelangweilt.
Ich werde jetzt als Intro dann nochmal, bevor im Intro nochmal kurz was sage. Das muss ich jetzt noch geschwind aufnehmen und dann hoffe ich, bleibt ihr dran und habt noch ein Abschlussvideo heute Abend oder dann halt morgen früh. Leute, jetzt hör mal auf, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt's rein. Müllt mich voll mit euren Ideen. Alles gut. Also Leute, macht's gut. Jetzt spielen die zwei wieder. Hey, hey, hey. Ganz ruhig, Floppy. Alles gut. Und ach, die hat Spiele in der Hand. Ja, aber gell, mein Stativ bleibt hier stehen, sonst knallt's, gell? Ja, also. Macht, ich gucke jetzt noch ein bisschen Fernsehen und dann lege ich mich nochmal ins Bett. Ich wünsche euch gute Nacht. Ich freue mich, dass ihr euch so gefreut habt. Sage ich euch ganz ehrlich. Finde ich absolut klasse. Macht's gut, ihr Süßchen. Gute Nacht.